Hey Leute, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Part Game of Thrones bei mir auf dem Kanal. Alle herhören! Schnauze! Ich plane, einige der alten Gesetze wieder einzuführen. Eins im Besonderen. Das Jus Primae Noctis. Oder so ähnlich. Jetzt labert er. In der Hochzeitsnacht eines gemeinen Bauern oder Bürgers. Ja, nix ist, komm, den unterbrechen wir jetzt. Der labert ja nur Stuss. Ich bin mal gespannt, wie wir ihm beikommen können. Versuchen wir das mal. Lord Vex, da Dael jetzt zurück ist, dürfte ich euch um etwas bitten? Ja, mein Junge, was gibt es? In dieser verdammten Burg gibt es nichts mehr zu plündern. Ich erbitte demütig eure Erlaubnis, mit meinen Jungs in die Stadt zu gehen und an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Und so soll es geschehen. Wie könnte ich einem solch höflichen Gesuch nicht stattgeben? Geht und tränkt die Straßen in Samen und Gedärmen, mein Junge. Was höre ich da? Sie beschweren sich über meine Herrschaft. Ich kann mir nicht mal vorstellen. Sie könnten jetzt wohl raus. Ja, das ist gut. Ah, da liegt was. Gab doch noch was zu plündern. Ist die besser als die, die wir anhaben? Ich bezweifle es. Die wird wahrscheinlich die gleichen Werte haben. Die ist schwer. Nehmen die mittlere an. Die wäre besser, aber die ist halt schwer. Das geht wieder nicht. Mal sehen, was er noch da. Ja. Was es noch gibt. Ich habe den Meister überzeugt, Dael zu heilen. Da verdiene ich doch eine kleine Belohnung, oder? Wohl wahr. Was würde dir Freude bereiten, mein Freund? Ich würde die Scepter wirklich gern selbst vernaschen. Es ist also abgemacht. Du verdienst eine kleine Belohnung. Nimm sie mit zu den Latrinen und mach mit ihr, was du willst. Welches Leiden ihr auch immer meinem Körper zufügt, meine Seele wird rein bleiben. Allerdings fürchte ich um die eurige. Und es gibt kaum noch Hoffnung. Und wenn der Vater über euch richtet, werde ich an seiner Seite sitzen und eure Verbrechen bezeugen. Die sieben Höllen erwarten euch. Tun sie nicht. Die Höllen? Da bin ich schon, Ravella. Alistair, das ist nicht möglich. Ich bin es wirklich. Ihr müsst euch nicht fürchten. Milord, den sieben sei gedankt. Ihr lebt. Meine Gebete wurden erhört. Wir haben nicht viel Zeit. Geht zum Kerker und nehmt dann den Durchgang zum Götterhain. Rühmann wartet dort mit seinen Männern auf euch. Und ihr? Was werdet ihr tun? Ich muss mein Volk beschützen. Geht jetzt. Hier wird es bald viel Blutvergießen geben. Seid gesegnet für eure Hilfe, Milord. Ich werde für euch alle beten und nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Na gut, denn wenn wir jetzt aber auf jeden Fall... Höre ich da? Sie beschweren sich über meine Herrschaft? Können wir noch irgendwas machen? Ja. Ich gehe. Nö. Warum sie es denn noch anzeigen, Ihnen, das verstehe ich zwar nicht ganz, aber egal. Dann gehen wir doch tatsächlich mal raus. Nein, das stimmt nicht. Valar hat ihn. Kommen wir jetzt eigentlich hier durch? Jo, geht auch. Macht bloß keinen Sinn. Den verfluchten Meister eigenhändig. Nö. Dann gehen wir wirklich vors Haupttor. Wir haben jetzt, glaube ich, alle wichtigen Leute hier tatsächlich befreien können. Niemand geht durch dieses Tor. Befehl von Vex. Der Leutnant hat mir erlaubt, in die Stadt zu gehen. Lass mich durch. Vex hat das gesagt? Ja. Wenn du es genau wissen willst, ich habe dabei geholfen, Dael zu behandeln. Das ergibt Sinn. Er hätte uns wirklich die Hölle heiß gemacht, wenn Dael gestorben wäre. Nun gut, du darfst passieren, mein Freund. Geh doch. Für Flussrad. Wir machen uns erstmal ein schönes Licht. Und dann gibt's auf der Umme. Versuchen wir Explosion. Ich weiß gar nicht so richtig, was das bringt. Dann legen wir ihn hier mal schlafen. Und Feuer frei.
Mensch, Rühmein, hau den doch auf den Kopf. Präziser? Reicht. Jo, das ist schön. Komm, hau ihn. Ach, der ist schon hin. Na komm, dein präziser Schlag. Rühren wir nochmal auf den Kopf. Legen wir den nochmal schlafen. Jawohl, lief doch. Gut. Hier im Vorraum haben wir schon mal schön dezimiert. Jetzt wird es ein bisschen voller hier mit Rotrücken. Was mich sehr freut. Gute Arbeit, Alistair. Endlich werden wir die Burg zurückerobern können. Wir müssen immer noch die Garnison loswerden. Ich habe dir alle Männer gebracht, die ich finden konnte. Wir erwarten deine Befehle, Alistair. Claudin wird seinen Trupp auf der einen Flanke führen. Wir zwei nehmen die andere. Sie zu überraschen wird uns helfen, sie in die Falle zu locken und an einer Neuformierung zu hindern. Das erscheint mir ein guter Plan. Wir gehen über die Halle. Rühmann, wir nehmen die linke Flanke und knöpfen uns die große Halle und die Küche vor. Dort wird der größte Teil der feindlichen Truppen lauern. Gut. Mehr Feind, mehr er. Und wir haben Stufenaufstieg, das werden wir natürlich mitnehmen. Können wir Rühmann eigentlich auch eine bessere Waffe verpassen? Jetzt bin ich da mal doch recht neugierig, aber es sieht so aus, es ist so eingegraut, das wird wahrscheinlich nichts werden. Nee, Feld ist gesperrt. Schade. Na gut. Sonst noch irgendwas Interessantes Neues bekommen vielleicht? Sag mal, jetzt brauche ich mich doch eigentlich nicht mehr verstecken, ne? Mal ganz ernsthaft. Nö. Gut. Das heißt, wir rüsten uns bestmöglich aus. Nehmen wir doch mal den. Moment. 50% Wahrscheinlichkeit nicht betäubt. Yeah, baby. Umhang der Tyrells. Energieregeneration ist höher. Haben wir noch einen anderen Umhang dabei? Nö. Dann nehmen wir natürlich gern den. Und was haben wir denn für Botten? Stiefel der Blutsucher, das passt, glaube ich, ganz gut. Außer wir haben noch diese. Nö. Sawix. Naja, gut. Passt schon. Wir gucken noch bei den Schwertern. Aber ich glaube, da ist immer noch der Mojil-Dings am besten. Jo, ist es. Okay, dann lass uns mal hier Tänzchen wagen. Ein bisschen komisch aus jetzt. Na gut, farblich passt er. Wo wollten wir lang? Links, ne? Der kriegt ja so Dreck in die Fresse. Dann gibt's ein bisschen Licht. Rühmann haut ihn betäubungstechnisch über den Jordan. So. Jetzt kann er losgehen hier. Was war so ein grausamer Schlag? Rühmann, kannst du denn nochmal Betäubung machen? Nee, geht gerade nicht. Aber jetzt, oder? Immer noch nicht. Frechheit. Aber jetzt. Immer noch nicht. Frechheit. In den Hauten jetzt endlich zu plump, verdammt. Danke. Gibt's ja hier nicht. Nordländer Axt. Feuer. Und. Ah, geht da noch was? Nein. Leider nicht. Rühmann, ich sehe nichts. Seh nix. Rühmann, du kümmerst dich mal echt schön um die mit der Rüstung. Weil er hat ja den. Er hat ja. Die Hiebwürfe, die macht denn da mehr Schaden. Und Moment. Erstmal hier.
den Fuzzi. Die haben wir ja nicht. Also das ist ja hier. Komm, zack, hauen um. Jetzt passt das schon. Rümer nochmal Betäubungsschlag. Bamsen. So. Jetzt ist das Thema eh schon durch. Sehr fein. Okay. Hier unten sind, glaube ich, auch noch welche, ne? Flammen! So. Okay. Nee, das ist Quatsch. Da Moment, Moment. Erst Flammen, dann hauen. Macht mehr Sinn. Rümer kann eigentlich schon mal darüber gehen. Ah, das wird sowieso hier eingelösel. Na, du gehst mal bitte doch auf den. Sei mal so lieb. Und. Okay, der ist gleich hin. Das ist fein. Rümer, nochmal Betäubungsschlag, bitte. Und Alistair, du gehst mal bitte nach da hinten zu dem Kasper und gibst ihm mal bitte den Rest. Weil das kann ja wohl nicht sein, dass der hier mit einer Armbrust auf uns rumballert. Läuft. Läuft echt. Sahne. Gut. Er hat nichts hinterlassen. Zwei Hände brauchen wir nur sowas von gar nicht. Das ist ein bisschen doof. Die Jungs sind auch gleich Fischfutter. Natürlich erstmal ein bisschen Feuer machen wieder. Rümer, du suchst den anderen aus, betäubst den erstmal. Yeah! Das ist zwar nicht nett, aber effektiv. Ja, putz. Schön. Gut. Fälschern und ein höfisches Schwert. Brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr nachgucken. Da weiß ich mittlerweile, dass die Waffen alle schlechter sind als das, was wir selber tragen. Auch wenn es bloß ein Dolch ist. Wenn der Lasso weiß das ja, ja. Steht ja auf Dolch. Ich brauche nicht den Namen nennen des Dolches. Wir werden die ja alle kalt machen. Rümann, du bitte den da hinten. Und Attacke, Leute. Ja, da stand sogar noch einer um die Ecke. Nicht nett. Rümer, Betäubungsschlag bitte. Genau. Alistair. Jetzt hat er verkackt. Sehr schön. Das läuft hier gerade echt super. Kann man nix sagen. Wir säubern hier jeden Abschnitt so richtig schön. Halt. Ah, das war eigentlich Quatsch, was ich gemacht habe. Flamme an. Dann gehst du bitte auf den Schützen. Rümer, du kannst gerne bei dem bleiben. Rüstung haut bei dir super hin. Gegner mit Rüstung zu verprügeln. Und macht mal, Jungs. Also den Bogenschützen weg, das geht nicht. Das ist diesmal wirklich ein Bogenschütze. Moin, der hält ja was aus. Na, warte. Solltest du den Bogenschützen machen, Alistair? Hallo? Na, egal. Wird erstmal eingeschläfert. Macht, was ihr wollt, Jungs. Es geht ja nicht. So.
Bisschen Dreck in die Fräse. Okay, ich habe ihn gerade mit Dreck getötet. Nein, habe ich nicht. Es war zufällig auch der letzte Schlag von Rühmann. Okay, sieht doch echt alles schon ganz nice aus. Unten ist der Thronsaal, der wird wahrscheinlich Rex auf uns warten. Feuer. Betäuben und den Dorf. Rühmann. Andere. Betäuben. Dorf. Betäuben. Und feuerfrei, Jungs. Wird wirklich feuerfrei. Haben wir schon wieder genug Dampf für einen Spezialschlag? Ja, Hammer. Nicht genug Energie, naja, macht nix. Die Knüppeln sind auch noch tot. Jawohl, läuft. Okay, weiter geht's. Hinten ist nochmal eine in der Ecke, muss ich ein bisschen aufpassen. Erstmal wirklich den vorderen. Ja. Scheiß Zeitlupe. Nee. Das war einer zu viel. Erstmal. Haut drauf, Jungs. Haut drauf. Den da hinten interessiert es gerade null. Sehr geil. Der hat nichts bei, okay. Der da hinten dürfte jetzt nicht das Drama mehr sein. Okay, Jungs, dann haut doch einfach mal drauf. Man die darfst gerne nochmal Betäubung einsetzen. Gern auch zweimal. Jawohl. Und nicht mal gebraucht. Sehr schön. Sehr, sehr fein. Das war der letzte. Schauen wir, wie es Grauden und seinen Männern ergangen ist. Ja, super. Okay, mit denen quatschen wir denn aber im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich bin L. Ich bin raus. Tschüss.